Hallo Leute, herzlich willkommen zu LADT, den Latin American Dancing Tutorials. Mein Name ist Roman Levitas und in dem heutigen Video wird es um das aktuelle DTV-Thema des Jahres gehen, Magic Feet. Magic Feet, also schnelle, magische Beine und Füße natürlich. Aber die Beine gehören selbstverständlich mit dazu. Und wie ihr es sehen werdet, auch der Körper. Ganz, ganz viel der Körper. Was ist mit Magic Feet noch gemeint? Also natürlich die schönen Füße, schön gestreckten Füße der Mädels. Mit dem hohen Spann, der gut sichtbar ist. Das sieht natürlich fantastisch aus. Ich denke aber bei der Namensgebung ging es, glaube ich, eher um die Geschwindigkeit. Manchmal sind die Beine tatsächlich so schnell und die Füße so schnell, dass man gar nicht mitkriegt, wie die Person das macht. Und darauf möchte ich heute ein wenig eingehen und euch zeigen, wie stark die Geschwindigkeit der Füße und der Beine mit unserem Körper zusammenhängt. Und zwar möchte ich das am Beispiel von diesem kleinen Gimmick machen. Ja, aufpassen, der hier endet. Okay, ihr seht, also ich zeige euch da mal ganz kurz den Schritt, wie er funktioniert. Einfach mal nur von den Füßen. Ich stehe auf dem rechten Fuß, dann mache ich sowas Check-ähnliches. Ja. Dann schließe ich den linken Fuß ran und dann als allerletztes mache ich so eine schöne ästhetische Beinposition und bleibe dann da drauf stehen. So, das waren erstmal nur die Schritte. So, aber was ist jetzt überhaupt wichtig? Ja, zur Körperbewegung kommen wir gleich. Vielleicht nochmal die Rahmenbedingungen. Ich brauche erstens einen gut aufgebauten Körper. Ohne den funktioniert das schon mal nicht. Zweitens, ich muss grundsätzlich, ich habe ja gesagt, ich mache eine Check-ähnliche Bewegung. Ich kann hier keinen wirklichen Check machen, weil ich dann viel zu weit von meinem Körper über dem vorderen Fuß bin. Das kostet mich Zeit dann, wenn ich auf den rechten Fuß zurückgehen möchte. Deswegen mache ich hier eigentlich sowas wie einen Tap, ja, und bleibe mit meinem Körper hauptsächlich über meinem rechten Fuß. Ja. Dann von hier aus schließe ich, ne, gehe zum Beispiel, man könnte ja so machen, Check und dann den rüber. Aber das kostet auch überflüssige Zeit, die ich nicht habe. Deswegen, je schneller ich eine Aktion machen möchte, desto kleiner müssen die Schritte sein und in dem Fall entsprechend super klein. Das heißt, ich schließe tatsächlich. So, das ist das zweite, glaube ich, gewesen. Das dritte ist, ich brauche extrem lockere Knie und lockere Beine. Ja? Nur wenn meine Muskeln einen niedrigen Tonus haben, der aber hoch genug ist, ja? So wenig wie möglich, so viel wie nötig machen, kann ich das Ganze auch tatsächlich schnell machen. Ja? Lockere Knie. So, und als allerletztes, was wollte ich denn noch sagen? Zum Beispiel, ja, wichtig ist natürlich auch eben die Endposition. Die muss mir auf jeden Fall gut gelingen, weil letztendlich ist es das, was die Zuschauer sehen. So, das war mein Handy. Ich glaube, ich habe eine Nachricht gekriegt. Völlig wurscht, wir machen einfach weiter. Kommen wir zu den Körperaktionen. Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie kriegt man das so hin? Werde ich euch ganz schnell mal erklären. Wir fangen die Bewegung auf dem rechten Fuß an. Und das allererste, was passiert, ist eben, dass die rechte Seite nach hinten arbeitet und unseren linken Fuß dadurch nach vorne holt. Nichtsdestotrotz, je besser die Standbeinaktion, desto schneller der Fuß. Bessere Standbeinaktion heißt, ich brauche die entsprechende Vorbereitung. Ja? Es reicht nicht zu sagen, okay, ich arbeite mit meiner rechten Seite nach hinten, sondern wer die Samba-Videos kennt, der wird vielleicht daran denken, dass ich eben mein Becken nach vorne bringen möchte, meine Körpermitte rein. Dadurch bringe ich meinen Körper schön zentriert übereinander, meine einzelnen Körperblöcke, und dann bringe ich eben die rechte Seite nach hinten. Das mit der Standbeinarbeit kann man übrigens noch weiter differenzieren, aber das machen wir vielleicht in einem anderen Video. Also man kann das noch etwas detaillierter und noch mehr ins Detail gehen, aber machen wir, wie gesagt, später. Also, rechte Seite geht erst nach hinten, dadurch hole ich den linken Fuß nach vorne. Wenn die rechte Seite nach hinten geht, was passiert mit der linken Seite? Sie kommt natürlich nach vorne,
Die Schultern bleiben da, gehen also in Gegenbewegung, um sich möglichst wenig zu bewegen. Wenn meine rechte Seite vorne ist, ja, und zwar sofort, fange ich wieder an, wenn meine linke Seite natürlich vorne ist, fange ich danach sofort wieder an, die linke Seite nach hinten zu arbeiten, weil ich ja wenig Zeit habe und eine schnelle Aktion haben möchte. Dadurch, dass die linke Seite nach hinten arbeitet, entsteht unten am linken Fuß, das ist der da vorne, ist ein Zug. Ja, und diesen Zug, den benutze ich dann, um zu schließen. Während ich schließe, kommt meine rechte Seite nach vorne, denn die linke ziehe ich ja ganz nach hinten durch. Und diese rechte Seite, die zieht dann den rechten Fuß mit nach vorne. Das heißt, ich habe halt die rechte Seite, die nach hinten geht, und sofort die linke Seite, die in die andere Richtung geht. Ich glaube, ich zeige euch das Ganze noch einmal ganz kurz von allen Seiten, dass ihr das tatsächlich auch mal wirklich von allen Seiten sehen könnt. Von vorne habe ich es euch ja schon gezeigt, jetzt nochmal da. Ja. Oh. Und ja, wie ihr seht, ich mag super gerne Geräusche machen beim Tanzen und auch beim Unterrichten. Weiß ich nicht, dann fühle ich mich irgendwie cool. Vielleicht nochmal zum Thema Anhalten. Das Anhalten ist eigentlich das Wichtigste. Also es ist besser, ihr macht eine etwas langsamere Aktion, aber ihr haltet gut und sicher an, als dass ihr eine super schnelle Aktion habt und dann aber irgendwie nicht stehen bleiben könnt, sondern da rumwackelt. Ja? Grundsätzlich, das Anhalten ist halt das, was als beeindruckend oder was die ganze Figur als beeindruckend erscheinen lässt. Egal, ob es um diese Aktion geht oder um irgendeine Drehung. Ja? Die Drehung erscheint nur dann beeindruckend, wenn wir danach gut und sicher ankommen. Ja? Wenn wir dann rumwackelt, dann ist der Effekt nicht da. Dann ist dieser Kontrast zwischen Geschwindigkeit und Stille, Stillstand, Ruhe nicht vorhanden. So, im Prinzip diese ganzen schnellen Aktionen funktionieren so oder so ähnlich. Ist es eine längere Figur, gibt es mehr von diesen Aktionen, also öfter hin und her, oder das gibt es vielleicht, wenn es eine kurze Aktion ist, wie so eine Drehung, dann ist es halt nur eine solche Aktion und dann eine Gegenbewegung zum Stoppen. Kann ich euch sonst noch was auf die Schnelle anbieten? Ja, vielleicht, wartet mal. Zum Beispiel, man kann auch noch sowas machen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich, ich denke mal, dass diese schnellen Bein- und Fußaktionen, da gibt es ein paar Spezies für. Ganz stark wurde das Ganze natürlich geprägt durch Armin Satourian, der da denke ich auch viele, der das vielleicht, diese schnellen Beinaktionen auf eine ja, neue Stufe gestellt hat. Wenn man sich zum Beispiel seine Samba anguckt, also die war ja, glaube ich, bis vor einem Jahr oder so hauptsächlich nur dadurch geprägt, wobei jetzt ist es immer noch so oder so ähnlich. Dann natürlich solche Leute in der Vergangenheit wie Franco Formica, Brian Watson auf jeden Fall, Stefano Di Filippo, dann in der heutigen Zeit natürlich auch hier Charles Guillaume Schmidt, hier Goffredo, ne? Also alles bekannte Leute, die das auch wirklich alles sehr, sehr gut machen. Ja, das waren so kurz meine Gedanken zu diesem Thema. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachtrainieren, beim Ausprobieren. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere. Das sind nur die Sachen, die mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen sind. Man kann damit aber sehr viel rumspielen. Zieht euch diese ganzen Videos rein. Ansonsten, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert meinen Channel, schreibt mir in die Kommentare, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet. Und teilt es eventuell, damit auch eure Freunde davon profitieren können. Ansonsten sage ich euch für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal bei LADT, euer Roman Levitas.